Hallo zusammen, Folge 15 bei 30 Tage à 30 Patz. Wir starten nun in die dritte Woche und heute fangen wir an mit einer Ist-Stand-Kontrolle. Das heißt, ihr braucht jetzt euer Handy und ihr positioniert das Handy, wie es jetzt bei mir ist, genau mir gegenüber und ihr spielt somit die ersten 10 Bälle. Also ihr nehmt eure Ansprechposition ein und spielt jetzt einfach mit der Kamera auf euch drauf 10 Bälle. So, was könnt ihr nun sehen, wenn die Kamera von vorne auf euch drauf fällt? Ihr könntet jetzt zum Beispiel sehen, wie breit ist mein Stand. Ihr könntet sehen, wo ist die Ballposition. Ihr seht, ob das Bild, wie das Bild von vorne aussieht. Ihr würdet merken oder ihr könntet sehen, wenn sich der Körper hin und her bewegt. Ihr könntet sehen, wenn ihr sehr viel Handgelenke spielt, wenn ihr viel über die Arme spielt. Alles das könnt ihr mit der Kameraposition von vorne sehen. Und wenn ihr das habt, beobachtet euch nur. Ihr spielt eure Schläge und schaut genau, was passiert. Ihr könnt auch sehen, ob eure Bewegung rhythmisch ist, ob euer Rhythmus so ist, wie ihr das fühlt. Und nehmt euch anschließend den Film, schaut ihn euch vielleicht zwei, dreimal an, um gewisse Dinge zu sehen. Und somit könnt ihr merken, bei dieser Art des Trainings, wie ist das Bild, was ich sehe, passt das mit dem Gefühl, was ich bei meinem Schlag habe, überein? Die zweiten 10 Bälle nehmt ihr bitte von der Seite auf. Das heißt, ihr stellt die Kamera seitlich von euch, nehmt eure Ansprechposition wieder ganz normal ein und spielt dann einfach 10 Bälle an euer Ziel. Hier könnt ihr jetzt zum Beispiel sehen, wie eure Schwungbahn ist. Ihr könnt sehen, wo ihr den Ball auf dem Schläger trefft und wie eure Schlagfläche war, wie der Ball von der Schlagfläche wegging. Und auch diese 10 Bälle schaut sie euch anschließend an und versucht gewisse Dinge, die wir jetzt in den letzten 2 Wochen trainiert haben, vielleicht zu sehen. Und vielleicht könnt ihr da schon Kleinigkeiten für euch verändern. Immer wieder schauen, ist das Gefühl, was ich habe, passt das mit dem Bild, was ich sehe, einigermaßen überein. So, und wenn ihr jetzt euch beide Sequenzen angeschaut habt, nehmt euch einen Punkt raus und die letzten 10 Bälle nehmen wir den Fokus voll und ganz auf den Punkt. Bei mir ist es mein Schlägerkopf. Ich möchte jetzt wahrnehmen, wie mein Schlägerkopf in meiner Bewegung sich wieder schwingt. Also der Fokus ist bei mir jetzt bei den nächsten Bällen einfach auf meinem Schlägerkopf und ich versuche Unterschiede wahrzunehmen. Ich versuche das, was ich gesehen habe, jetzt wahrzunehmen und vielleicht kommt dann auch automatisch bei euch die Veränderung. Und so spielt ihr die letzten 10 Bälle mit dem Fokus, den ihr für euch braucht, einfach zu Ende. Ich habe bei mir bis jetzt gemerkt, da mein Fokus voll und ganz auf dem Schläger war und ich auf dem Bild gesehen habe, dass mein Schläger ganz klein wenig nach außen wegging, habe ich das bei mir jetzt schon bis zum 8. Ball hin korrigiert. Also ich nehme nur wahr, wie sich mein Schläger verhält und schon kann ich es verändern. In dem Moment, wo ich spüre, was passiert, kann ich es auch verändern. Heute mal eine ganz andere Trainingseinheit als die letzten 14 Tage, aber sehr effektiv, dass das Gesehene mit dem Gefühlten, dass wir das irgendwie übereinander bekommen. So, da geht's morgen weiter. Viel Spaß weiterhin beim Training und bis morgen.